Puh, hallo liebe Zuschauer. Ganz schön schwer so ein Vorzelt fürs Mobil, obwohl es gar kein Gestänge hat, sondern Luftkammern. 21 Kilo, sagt der Verkäufer Obelink, was ich aber nicht so ganz glaube. Das Zelt ist dort aus dem Hausmarkenprogramm, heißt Palma 320 Easy Air und hat 560 Euro gekostet. Das ist sehr preiswert im Vergleich zu den Markenzelten, die leicht mehr als das Dreifache kosten können. Ja, und das schreit auch sofort nach einem Test, ob das Teil Hot oder Schrott ist, ob das eine gewisse Wertigkeit ausstrahlt und ob man das und wie man das überhaupt an die Markise seines Wohnmobils anbauen kann oder sollte. Los geht's, Mats ab! So, als erstes eine kleine Gewichtskontrolle. Die gesamte Tasche wiegt mit Inhalt etwas mehr als 25 Kilo, hat die Abmessungen von 80 x 35 x 35 cm und die 25 Kilo Gesamtgewicht bestätigen das reine Zeltgewicht von 21 Kilo sehr deutlich. Die Bedienungsanleitung mit ihren 2 Gramm schlägt da wohl eher nicht so ins Gewicht, wohl aber das reichlich mitgelieferte Zubehör, mehr als nur voll komplett, von der Windschürze über die Bodenplane bis hin zur Luftpumpe und den seitlichen Andruckstangen, alles dabei. Fast 10 Minuten habe ich gebraucht, um in jeden Beutel einmal hineinzuschauen und die Teile zu inspizieren und sie mir für den anschließenden Aufbau parat zu legen. Also, da hatte Begeisterung fast wieder einen Namen, ihr wisst schon, nämlich Jürgen, aber auch nur fast, denn das Anbringen des Zeltes am Wohnmobil durch Einziehen von einem der 2 Kedersäume ist leider kein Zuckerschlecken. Erstens durch die Höhe, runde 2,70 Meter müssen wir bei unserem Mobil überwinden. Da braucht es eigentlich eine richtige Leiter. Ich habe es damit zum kleinen Treppensteg probiert, den wir immer mitführen, um in unser Hubbett zu krabbeln. Das ging gerade so, um den Zeltgitter in die Nut der Markise einschieben zu können, aber bereits nach wenigen Sekunden dann, Hilfe, Abbruch, Abbruch, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Das Zeltgewicht belastet die Markisenmechanik doch recht stark, herausziehen lässt sich diese wahrscheinlich nicht, aber schlackern wird das Ganze bei Windbelastung durch das Zelt ganz bestimmt, so wie ich das hier gerade simuliere und ganz gut zu sehen ist. Problem Nummer 2. Bei Markisenmontage haben die aufgeblasenen Luftschläuche keinen abstützenden Halt zur Karosserie. Das würde die Belastung für die Markise noch einmal verstärken. Im Gegensatz zu der Montage direkt am Mobil, wenn die Luftschläuche satt an der Fahrzeugwand anliegen. Genau das waren meine Überlegungen, als ich von der Leiter stieg. 30 Jahre ist die Markise zwischenzeitlich alt und hat alles Mögliche überlebt und soll jetzt durch so ein schnödes Vorzelt übermäßig belastet oder zerstört werden. Da sagen wir doch direkt nein, danke und suchen lieber nach einer anderen Lösung, wie zum Beispiel hier eine separate Kederschiene, die wir direkt unterhalb der Markise an die Fahrzeugwand anschrauben bzw. und oder festkleben. Das ist aus unserer Sicht unbedingt empfehlenswert, um die Markise zu entlasten, mit relativ wenig Aufwand und kostet nicht die Welt. Die verwendeten Materialien sind auf unserer Webseite unter diesem Film hier hinterlegt. So, 2. Versuch mit der neu angebrachten Kederschiene, leider wieder problembehaftet. Bereits nach wenigen Zentimetern erhöht das Zeltgewicht den Einfädelungswiderstand so stark, dass die Montage nur durch Eindrücken von einer Seite nicht weiter möglich ist. Also, wieder Abbruch und so habe ich mir das nicht vorgestellt. Eine Hilfe musste her, die jetzt ins Bild kommt. Frau Hartmann, geborene Erklärassistentin, und nach kurzer Einweisung gelang es uns dann zusammen, das Vorzelt in die Kederschiene einzuziehen. Werdet ihr jetzt sagen, was zeigt er uns denn da für ein Teil? Das ist eine sogenannte Vogelrolle mit Isolierband so umwickelt, dass die Rolle sich noch dreht, aber ein eingestecktes Seil nicht davon abrutschen kann. Und schon ist die Ultimate für 3 Euro Ein-Mann-Einpädelungshilfe fertig für das Einziehen des Zeltgitters im Alleingang. Hinten in die Schiene eingesteckt, kann das Zelt jetzt mit einem Seil über die Umlenkrolle problemlos eingezogen werden. Vielleicht eine Idee für euch.
There's no room for it. There's no room for it. I said, darling, can you see? There's no room. Sehr schön ist auch das zur Luftpumpe mitgelieferte Ventil, das nach Erreichen des richtigen Luftdrucks überschüssige Luft einfach abbläst. Da kann man pumpen, wie man will. Eine Beschädigung der Schläuche-Ventile ist dadurch so gut wie ausgeschlossen. Ist der erste Schlauch gefüllt, stabilisiert man die Konstruktion schrittweise mit den an Zelt befestigten Spanngurten. Wir verwenden hier von der Definition her Tellerkopfschrauben, gibt's in allen möglichen Größen und Längen und einen Akkuschrauber. So sieht das im Detail aus. Links die im Zeltpackage mitgelieferten Stahlstifte Heringe, die aber nur sehr begrenzt einsetzbar und eher was für den Notfall sind. In der Mitte zeige ich auf ein Komplettset der Firma Spax mit 12 Schrauben A200 und 6 Schrauben A160er Länge. Relativ teuer. Kauft man die nämlich einzeln, erhält man eine größere Stückzahl zu einem geringeren Preis und zu einer besseren passenden Länge 160 mm für die Zeltbodenbefestigung. Hinzu kommt noch, dass die einzeln gekauften Schrauben wesentlich stabiler sind als die Spax-Schrauben. Von daher entscheidet selbst, zum Eindrehen der Schrauben wird ein T30 und T40 Torx im Bus nebst Akkuschrauber benötigt. Und weiter geht's. Pumpen, pumpen, schrauben, schrauben, spannen, spannen heißt die Devise. Insgesamt dreimal habe ich das Zelt für die Filmarbeiten aufgebaut und beim dritten Mal habe ich dann auch die in der Bedienungsanleitung angegebene Aufbauzeit von 30 Minuten erreicht, allerdings ohne das Zelt innen gemütlich mit Teppich, Tisch, Stühle einzurichten. Lord, we couldn't close our eyes. It was a hard summer night. Lord, we couldn't close our eyes. An old woman's shout gave us a fright. She said, Willie didn't come back home last night. No. No. Willie used to hang out in the hood, and some of them were up to no good. Die mitgelieferte Bodenschürze inklusive Radabdeckung verwenden wir wegen den fehlenden Kederschienen an unserem Mobil nicht, sondern nehmen eine Zeltplane, umgeschlagen um ein Gestänge, wird dieses dann ebenfalls unter die Andruckstangen mit eingeklemmt. Die mit Befestigungsschlaufen ausgestattete Bodenplane habe ich nur im Ansatz ausgebreitet, denn wir haben ja keine Zeit mehr, auch weil wir noch die rund 20 Gummizüge an der unteren Zeltkante festschrauben müssen, damit ich euch von dem sauber aufgestellten Zelt noch einige Ausstattungs- und Qualitätsmerkmale zeigen kann. Dazu gehören beispielsweise die mit Reißverschlüssen auftrennbar und aufstellbaren vorderen Zeltfenster. Gestänge ist im Lieferumfang inkludiert. Wem das zu luftig ist, öffnet halt nur die mit Moskitonetzen ausgestatteten Belüftungsklappen. Gegen übermäßige Sonnenstrahlung oder freche Blicke schützen die herunterrollbaren Innengardinen. Die zwei Eingangstüren sind ebenfalls mit Moskitonetzen ausgestattet. Bei der Qualität der Reißverschlüsse muss man natürlich ein paar Abstriche machen. Das können Markenzelte zum dreifachen Preis einfach besser. Aber ansonsten ist die Verarbeitung ganz okay. Sauber verarbeitete Nähte, großzügig aufgesetzte Spanngurtbefestigungen. Die Luftventile können mit Reißverschlusskappen geschützt werden. Und man glaubt es kaum, selbst bei Starkregen ist das Zelt noch dicht. Davon hatten wir dieses Jahr ja reichlich. Tag und Nacht, 24 Stunden stand das Zelt im Regen und war bei der anschließenden Sicht- und Führkontrolle an den Nähten trotzdem dicht.
bleiben nur noch zwei Fragen offen. Erstens, warum haben wir nicht direkt das Größere, sondern nur das Kleine Zelt genommen? Die Antwort ist jetzt zu sehen. Wir wollten nicht jedes Mal beim Verlassen des Wohnmobils einen Reißverschluss auf- und zuziehen, sondern die ganz normale Tür benutzen, abschließen und so weiter. Zweite Frage, ist das online bestellte und in zwei Tagen gelieferte Zelt nun Hot oder Schrott? Vom Lieferumfang und Ausstattung her wohl kaum. Für die etwas popligen Reißverschlüsse vergeben wir aber nur eine Note 3. Das Zelt ist übrigens eigenfinanziert, kein Werbepräsent, ausgewählt für die gelegentliche Benutzung zum Überwintern in Spanien. In diesem Zusammenhang, allerdings bekommt Zauberfee eine kleine Provision, wenn ihr auf unserer Webseite über die dortigen Amazon-Links beispielsweise die heute gezeigten Teller-Kopfschrauben bestellt. Wir danken fürs Zuschauen, sagen auf Wiedersehen und bis bald hier bei Zauberfee fährt Wohnmobil RMB.